Einen schönen Abend von mir aus. Ich wundere mich auch, wie viele hier noch gekommen sind bei dem trockenen Thema Regulierung. Und das noch kurz vor Weihnachten. Also umso mehr freue ich mich auch über die nette Einladung hier zu Ihnen. Ich würde einfach mal mit einigen Themen anfangen und dann Sie bitten, einfach die Fragen zu stellen oder die Themen zu benennen, von denen Sie meinen, dass sie noch vertieft werden sollten. Veränderung durch die Digitalisierung, agile Medien, agile Regulierung wäre vielleicht ein schwieriges Thema. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt für die Regulierer insgesamt in Anspruch nehmen. Ich schildere Ihnen einfach mal meine Sicht. Also das ist die Sicht der audiovisuellen Medien. Wir sind ja nicht zuständig für die gedruckten und deren Folgen bei der Digitalisierung. Also für das, was bisher Rundfunk ist, aber sich natürlich zunehmend in der konvergenten Welt auch um andere Videoinhalte ergänzt. Und das aus der Sicht des Regulierers. Wobei eines sich auch nicht ändert, um damit anzufangen, das sind Ziele. Warum regulieren wir überhaupt? Also da haben wir ja eine Verfassungsrechtsprechung, die in ihren grundsätzlichen Zielen erstaunlich aktuell ist. Medien sind ja ein konstitutiver Teil der demokratischen Ordnung. Ohne freie Medien gibt es keine demokratische Willensbildung. Und deswegen gibt es die Verantwortung des Staates und der Gesellschaft dafür, Bedingungen zu schaffen, unter denen Vielfalt entsteht und der Konzentration von Meinungsmacht rechtzeitig entgegenzutreten. Nur ist eben die Art, in der man das macht, verändert sich grundlegend. Und wir haben auch einige Herausforderungen, auf die heute Antworten zu finden, schwieriger ist als es ursprünglich der Fall war. Ich denke, Digitalisierung kann man auch am besten verstehen, wenn man verschiedene Stufen unterscheidet. Und deswegen möchte ich eigentlich auch mit der analogen Welt anfangen, weil die analoge Welt gibt es ja immer noch. Und wenn Sie jetzt nach dem Maßstäben, nachdem wir Medienkonzentrationskontrolle machen, also Intensität der Mediennutzung, Dauer der Nutzung, dann sind analoge Medien sogar noch ziemlich weit vorne, wenn Sie analoges Fernsehen gibt es immer noch im Kabel. Wir haben UKW, ist immer noch 90% des Radiokonsums. Wir haben Zeitung auf Papier. Also ist noch nicht alles digital, nur wir haben dadurch einen Prozess, der immer mehr dahin geht. Also Ausgangspunkt analoge Rundfunkwelt. Das Beispiel, das heute noch existiert, heißt UKW. Analoge Frequenzen. Das ist das klassische Regulierungsmodell des Rundfunks gewesen von Anfang an. Ich vergebe knappe Frequenzen im Austausch dafür, dass bestimmte Programmleistungen erbracht werden. Das gibt es den Teil des öffentlich-rechtlichen Systems, der dazu auch noch Geld bekommt. Aber der private Teil des Systems ist ja typischerweise verpflichtet dafür, dass er ausgewählt wird, dann auch bestimmte Programmleistungen zu erbringen. Das ist natürlich umso leichter, je wertvoller Frequenzen sind, je weniger es gibt. Also da sehen Sie schon den Zielkonflikt mit der Digitalisierung. Digitalisierung heißt ja auch, es gibt Beschränkungen nicht mehr, das es im analogen Bereich gegeben hat. Also wären Frequenzen weniger wertvoll. Ich kann weniger verlangen. Also aber bis heute vergeben wir ja noch UKW-Frequenzen. Also wir haben jedes Mal, wenn in Berlin eine frei wird, und das ist ohnehin relativ selten, haben wir 20 bis 30 Bewerbungen und da muss nach gesetzlichen Kriterien ausgewählt werden. Dafür ist der von Herrn Benninghaus schon angesprochene Medierat dann zuständig, der diese Entscheidung treffen muss. Auch eine Frage, ist es noch ein Modell, das Zukunft hat? Weil es wären ja auch andere denkbar, etwa Versteigerungen. Das ist das Thema der Herangehensweise, die wir ja im Mobilfunk haben. Also derjenige bekommt, der am meisten bezahlt. Und das würde natürlich dazu führen, dass bestimmte Programminhalte nicht so ohne weiteres gemacht würden. Man könnte auch die Handelbarkeit mit Frequenzen einführen. Das gibt es auch bei den kommerziellen Frequenzen, bei uns nicht. Also derjenige, der sich beworben hat, muss dann eben auch das erfüllen, was er versprochen hat. Da wissen Sie, da haben wir durch den einen oder anderen Fall schon gehabt, einschließlich gerichtlicher Auseinandersetzungen bei Radio Paradiso, bei denen es nicht ganz so einfach ist, weil die Programme sich ja alle weiterentwickeln und nicht alles, was ursprünglich im Umfeld möglich war, dann auch künftig möglich ist. Also nach wie vor ein klassisches Modell
der Vergabe knapper Kapazitäten. Wir haben einige Probleme nicht, die wir in der digitalen Welt haben. Also man findet die leicht, also UKW-Sender sind ziemlich leicht zu finden. Es gibt nicht so viele. In Berlin haben wir sehr viel mehr als anderswo, dank der deutschen Vergangenheit, weil hier Ost und West ihre Sender da konzentriert hatten. Und es war ja auch eine unserer Aufgaben, aber das ist schon lange her, hier für eine neue Frequenzordnung zu sorgen, also Berlin und Brandenburg zusammenzuführen. Da haben wir ja uns, wir waren die erste Institution, die beide Länder gemeinsam umfasst hat. Einfach deshalb, weil der Fernsehturm, der ja hier ganz in der Nähe steht, steht ja nicht nur mitten in Berlin, sondern auch mitten in Brandenburg. Und Brandenburg ist gar nicht zu versorgen ohne Sender in Berlin. Also wir haben in der analogen Welt auch eine einfache Gerätesituation. Also mit Geräten können Sie alles empfangen. Radio und TV können alle Programme empfangen. Also es gab offene Standards, die meistens von öffentlich-rechtlichen Sendern entwickelt worden sind. Und wir haben auch die einfache Verbindung noch zwischen Sender und Empfänger, also einen unmittelbaren Weg. Also ursprünglich waren Sender, deswegen sagt man heute nur Sender, derjenige, der Inhalte herstellt, war gleichzeitig der, der sie gesendet hat. Also das ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute immer noch so. Also nach wie vor ein Modell, was nicht ausgestorben ist, sondern bei UKW noch lebt. Und UKW ist ja eine analoge Technik, aber immer noch diejenige, die eigentlich die höchste Haushaltsreichweite hat. Also es gibt keinen Weg, der auf so vielen Geräten empfangen werden kann wie UKW. Wenn Sie Fernsehen nehmen, dann ist es ja viel mehr aufgeteilt auf Kabel, Satellit, IPTV, auch Terrestrik. Und es ist ein Weg, der wahrscheinlich das Radio auch treffen wird. Es gibt nicht mehr den Weg, der alle erreicht. Wenn Sie überlegen, was heute noch funktionieren würde, wenn mal Strom und alles ausfällt, dann ist der UKW der einzige Weg, über den man die Bevölkerung unterrichten könnte. Ein analoges Modell will ich auch erwähnen noch, obwohl es jetzt nicht in unsere Zuständigkeit fällt. Aber es ist ganz interessant, wenn man die weitere digitale Entwicklung anguckt. Das heißt Pressegrosso. Das ist ja nach wie vor ein aktuelles Modell, gerade durch eine Kartellrechtsnovelle nochmal gestützt, weil es da auch einige Klagen dagegen gab. Also wie verteile ich die Printmedien? Da haben wir ein System der Trennung zwischen denjenigen, die die Zeitung herstellen und denjenigen, die sie vertreiben, gesichert von Gebietsmonopolen und auch von der Preisbindung. Die gibt es ja genauso wie im Buchbereich. Ist allerdings ein Modell, von dem ich sagen würde, ist es nicht übertragbar auf die digitale Welt. Also weil es lebt eben von der Abgeschlossenheit und digital, sehen Sie, digitale Daten können Sie überall übertragen und über alle Netze. Also ein Modell, was zunächst mal eigentlich ideal gewirkt hat, weil, sagen wir, natürlich die großen Zeitungen, die Bild-Zeitung schleppt die anderen, die kleinen mit. Und damit kommen auch eben neue Erzeugnisse zum Verbraucher, wenn natürlich auch die auflagenstarken im Kiosk vorne liegen. Aber die Kioskbetreiber haben keine Wirkung auf die Auswahl des Mediennutzungsverhaltens, wie es die digitalen Übertragungswege haben können. Kabel- und Satellitenfernsehen waren dann schon die nächste Stufe, haben auch analog begonnen und auch heute noch haben wir im Kabel einen großen Teil der Haushalte, also noch eigentlich die Mehrzahl, die analog empfängt. Also andere Wege sind schon digitalisiert, Satellitenfernsehen haben wir ganz umgestellt, da hatten wir auch einen gewissen Anteil, das unter den Veranstaltern zu moderieren, damit wir das zum einheitlichen Zeitpunkt macht. Kabel- und Satellitenfernsehen sind ja insofern anders, als da schon Programmangebote zusammengestellt werden und im Kabel auch extra bezahlt werden. Zunächst ist es aufgebaut worden im öffentlichen Monopol in den westlichen Bundesländern und da auch subventioniert worden. Dafür hat dieses Monopol darauf verzichtet, inhaltliche Einflüsse auszuüben. Also haben die Medienanstalten damals die Aufgabe gehabt, nach Vielfaltskriterien auszuwählen, welche Programme verbreitet werden. Es waren knappe Plätze, es sind auch heute noch knappe Plätze, weil analoge Kanäle erreichen mehr als die digitalen Kanäle. Und deswegen hat derjenige, der sie hat, einen gewissen Reichweitenvorteil und damit Vorteile bei der Werbefinanzierung. Also deswegen haben wir da bis heute noch durchaus den einen oder anderen Konflikt. Wer kriegt denn einen knappen Kanal, wenn die Situation im digitalen Bereich dann überwunden worden ist? Eine Entwicklung, die dann gleichzeitig mit der Digitalisierung eingesetzt hat, ist die Privatisierung der Telekommunikationswege. Also wir hatten zunächst die Telekom, hat ja auch das Kabel gehabt. Das musste sie dann verkaufen, weil sie beides hatte. Und jetzt sehen Sie auch, dass es einen gewissen Wettbewerb gibt.
Das war insofern auch sinnvoll. Breitbandinternet gibt es jetzt sowohl über Kabel als auch über die Telefonleitung, damit ein Mindestmaß an Wettbewerb. Und mit der Privatisierung kam dann auch die Einführung von Spielräumen für die Kabelnetzbetreiber, dass sie bestimmte Programme sagen wir, selber auswählen können, wobei es Maskere-Regelungen gibt, also Regelungen, sagen, bestimmte Programme müssen auch übertragen werden, also alle Öffentlich-Rechtlichen, weil die ja auch aus Rundfunkgebühren, die jetzt aus dem Beitrag bezahlt werden, müssen auch alle Verbraucher sie bekommen. Und wir sorgen zum Beispiel auch dafür, dass regionale Programme verbreitet werden. Das ist ja etwas, was nicht der Markt von selber ausmacht. Es gibt jetzt ein Modell der analogen Verbreitung, das ganz ohne Regulierung ausgekommen ist. Also insofern muss man auch sehen, man braucht nicht überall Regulierung, wenn sich Unternehmen vernünftig verhalten. Das ist Satellit, also Satellitenverbreitung über Astra. Das ist ja das dominierende System für den Empfang, sagen wir, von den Einzelhaushalten. Dort hat der Satellitenbetreiber zwar ein Monopol praktisch, aber er hat die Kapazitäten immer so ausgebaut, dass letztlich alle Veranstalter dazu zugekamen. Also insofern brauchte man da keine Regulierung. Digitalisierung der Übertragungswege, der Rundfunkübertragungswege ist dann die nächste Stufe. Digitalisierung, das haben Sie sicher in vielen Facetten gesehen. Also ich habe mehr Verbreitungsmöglichkeiten. Auf einem Kanal kriege ich zehnfache Menge an Kanälen unter, was auch immer wieder weitergeht. Also wir haben immer neue Kodierungsstandards und dann kann man noch mehr Programme auf derselben Kapazität verbreiten. Das bedeutet billiger Transport. Ich habe eine bessere Bildqualität, also HD ist ja auch erst erfolgreich geworden, als es dann die digitale Übertragung gab, obwohl es frühere Versuche gegeben hat, es auch analog zu machen. Mehr Programme heißt auch mehr Geschäftsmodelle. Also man kann sagen wir, so etwas machen wie die Live-Übertragung der Bundesliga. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen, weil es nicht genügend Kanäle gab. Und man kann auch abrechnen leichter als im analogen Bereich. Also kann Fernsehen gegen Entgelt sagen wir, anbieten, was in Deutschland besonders schlecht gelaufen ist, weil eben vorher schon durch die hohen Reichweiten der analogen Kanäle sehr viel freies Fernsehen möglich war und deswegen der Anreiz für Programm extra zu bezahlen immer in Deutschland geringer war. Das ist ja bis heute ein gewisses Problem für die Unternehmen, die sich da engagieren. Was mit der Digitalisierung dann dazu kam, wenn es mehr Kanäle gibt, muss ich auch mich eher informieren. Also das Durchzeppen ist nicht mehr ganz so leicht. Und deswegen gewinnt die elektronische Programmführung eine besondere Bedeutung auch für die Regulierung. Wer steht auf welchen Listen? Weil die einfachste Art der Navigation, glaube ich, bis heute auch gegenüber digitalen Geräten ist eine einstellige Ziffer auf der Fernbedienung. Und es gibt ja auch Voreinstellungen durch Gerätehersteller. Und am Anfang braucht man überall Setup-Boxen. Inzwischen ist es meistens in die Geräte eingebaut. Wer steht auf welchem Platz? Und kann ich die verändern? Das ist auch heute noch eine unserer Regulierungsaufgaben, dafür zu sorgen. Ein wesentliches Ziel muss es sein, dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, dass er das selber macht. Aber viele tun das nicht. Also da lassen wir auch regelmäßig untersuchen, dass der Bedienungskomfort auch nicht so hoch ist, dass es leicht ist, Kanäle zu verschieben, wenn auch leichter als im analogen alten Fernsehgerät. Aber deswegen müssen wir, sagen wir, auch noch überprüfen, wie die Kanäle angeordnet sind. Da gab es auch Gespräche zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Veranstaltern. Es gibt so eine Art von Liste. Die meisten richten sich ja auch nach den Marktgewohnheiten. Also der ARD steht auf Platz 1, auch wenn sie nicht immer die meisten Reichweiten hat. Und dann, also da haben wir inzwischen auch kein großes Problem mehr. Es hat mal Versuche gegeben, also Kanäle zu verkaufen, also von Geräteherstellern, dass man etwas bezahlt dafür, dass man einen besseren Platz kriegt. Das sind aber Einzelfälle geblieben. Digitales Fernsehen ist zunächst mal vorangetrieben worden, auch von den Pay-TV-Monopolen in Europa, war ziemlich eine nationale Sache. Also wer sehr erfolgreich war, war Murdoch in Großbritannien, der hat bis heute noch eine sehr starke Stellung, weil er eben mit Milliardensubventionen die Geräte in den Markt gebracht hat, die von ihm dann gesteuert werden. Deswegen gibt es auch besondere Vorschriften, also die dieses, sagen wir, dann begrenzen sollen. In Deutschland hat es entsprechende Versuche durch die Kirchgruppe gegeben, die sind aber ziemlich gescheitert. Also wir haben in Deutschland einen ziemlich offenen Markt immer gehabt, weil auch die Geräte, sagen wir, dort, wo sie sich am schnellsten entwickelt haben, bei Satellit, sind sie ja dann auch, sagen wir, jetzt nicht durch ein Unternehmen kontrolliert worden, sondern es war freies Fernsehen und ist freies Fernsehen und das bringt man so in den Markt. Also da haben wir
das Problem dann nicht gehabt. Und beim terrestrischen Fernsehen, was wir hier in Berlin ja als Erste eingeführt haben, war es von Anfang an so, dass es freies Fernsehen war und die Geräteherstellers dann ihre eigenen Systeme eingebaut haben. Also es war keine Plattform da, die dieses kontrolliert hat. Also digitales Fernsehen über Rundfunkübertragungswege sind aber immer noch eigene Rundfunkübertragungswege, auf denen es nur Rundfunk gibt. Ja, es sind eigene Netze, eigene Geräte. Also das war die Situation, die wir eigentlich bis vor 6, 7 Jahren gehabt haben. Erste Stufe der Digitalisierung. Wir haben allerdings schon erste Veränderungen dann gesehen und sehen sie in diesem digitalen Mehrkanalmodell. Ursprünglich war es so, dass sagen wir, die Veranstalter für den Transport bezahlt haben, also und zwar auch einigermaßen vergleichbar. Dafür gibt es auch übrigens Regelungen, die uns auch aktuelle Konflikte bescheren. Das sind auch aktuelle Regulierungsfälle, ob da wirklich alle gleich behandelt werden und einige ein bisschen besser als andere. Nun, es ist beim Transportmodell immer noch relativ einfach, das zu kontrollieren. Was jetzt schwieriger wird, ist die Praxis, die zunächst mal gescheitert ist, aber dann jetzt beim HD-Fernsehen eingeführt wird, dass es Rückflüsse gibt von den Kabelnetzbetreibern und den Satellitenbetreibern an die großen Programmveranstalter. Also das ist bei SD, also dem digitalen Fernsehen in dieser etwas niedrigen Standardqualität, ist das versucht worden. Da ist es gescheitert und das Kartellamt ist auch eingeschritten. Wir haben uns auch kritisch dazu geäußert. Es gibt es aber jetzt bei HD, also wenn Sie jetzt RTL oder Pro7 oder Sat1 in HD sehen wollen, dann kriegen Sie das nur verschlüsselt und nur indem Sie dafür zusätzlich bezahlen, wobei es ja dann auch bei Astra jedenfalls erstmal eine gewisse Zeit ist es frei, aber dann wird es verschlüsselt und kostet 5 Euro im Monat, glaube ich, im Moment. Und davon kriegen dann die Senderfamilien etwas, und zwar jetzt nach einem anderen Kriterium, nämlich dem des Marktanteils. Das heißt, der schon erfolgreich ist, kriegt noch was dazu, was dann im Endergebnis dazu führt, dass die kleinen Kanäle zahlen und die großen im Endergebnis zwar auch für den Transport bezahlen, aber höhere Rückflüsse haben, was dann die großen etwas stärkt. Das ist etwas, was wir uns im Moment anschauen. Was aber ziemlich schwierig als Regulierung zu kontrollieren ist, weil es natürlich im PTV auch so ist. Also wer attraktive Inhalte hat, kriegt mehr. Und der Minderheitenkanal nicht so. Also das rein kommerzielle Modell in den USA funktioniert auch so. Also die attraktiven kommerziellen Kanäle kriegen was und wer einen religiösen Sender da macht, der muss bezahlen. Da ist es reiner Verhandlungsprozess. Bei uns ist es nicht reiner Verhandlungsprozess, aber es ist eine der aktuellen Fragen, ob es nicht einen gewissen Ausgleich geben muss, weil es natürlich durchaus dazu führt, dass die großen Sender noch größer werden. Und Sie sehen im Moment, dass die großen Senderfamilien immer mehr neue Sender gründen. Also da durchaus dann auch mehr Möglichkeiten haben und damit vielleicht auch den kleineren, sagen wir, die Luft zum Atmen etwas geringer werden lassen. Was dann zum Beispiel zu so Entwicklungen führt wie der aktuellen bei N24, dass ja ein Kanal war, der dann getrennt worden ist von Pro7 Sat1 Gruppe und alleine durch die Geld gehen wollte und dann, glaube ich, zur Erkenntnis kam, alleine geht es eben auch nicht mehr und jetzt mit dem Axel Springer Verlag zusammentut, um dort auch digitale Bewegtbildplattformen zu entwickeln. Ich glaube, dass wir fast eine notwendige Konzentration haben im Zusammenhang mit der digitalen Entwicklung. Trotzdem ist es natürlich Herausforderung, was kann ich tun, damit auch kleinere Kanäle noch in den Markt kommen. Also schon bei diesem digitalen Fernsehen der klassischen Form. Kommen dann zur nächsten Stufe der Digitalisierung, das ist die, die wir eigentlich augenblicklich erleben. Das heißt eben, die audiovisuellen Inhalte kommen nicht mehr nur über die Rundfunkübertragungswege, sondern auch über das Internet. Und es gibt nicht nur lineares Fernsehen, sondern eben auch die Möglichkeit, zu jeder Zeit an jedem Ort audiovisuelle Inhalte zu empfangen. Wir sehen die Konvergenz auf den Geräten. Also Sie können heute auf jedem großen Bildschirm, und die meisten, die verkauft sind, können das schon, und sonst können Sie einfach ein einfaches Zusatzgerät anschließen, können Sie nicht nur lineares Fernsehen empfangen, sondern auch übers Internet übertragen Inhalte, übrigens nicht nur Fernsehinhalte, sondern auch jede Menge andere Sachen. Sie können auch Spiele so oder so drauf haben, Sie können auf Spielkonsolen Fernsehen. Also es gibt immer mehr Geräte, die praktisch für alle Nutzungen da sind.
Wobei es natürlich noch so bleibt, dass der große Bildschirm eine ganz andere Nutzung hat als ein Tablet und Smartphone. Also das ist dann auch eine interessante Regulierungsfrage. Mache ich Sonderregelungen für den großen Bildschirm? Also es gibt ja europäische Regelungen, dass große Bildschirme, Fernsehgeräte die DVB-Norm erfüllen müssen. Aber was heißt großer Bildschirm? Und Computer ist auch ein großer Bildschirm und muss der dann auch ein Fernsehgerät sein? Das hat ja auch dann zu ganzen Diskussionen geführt um den Rundfunkbeitrag. Das ist ja auch eine der Folgen der Digitalisierung, dass nicht mehr angeknüpft wird an das Gerät, sondern an den Haushalt, weil die Geräteanknüpfung ja nicht mehr sinnvoll war, nachdem es diese Konvergenz der Geräte gibt. Es gibt die Konvergenz auch bei den Netzen. Also weil ursprünglich war es ja nur möglich, über Rundfunknetze Fernsehen zu übertragen. Und jetzt auch über das Internet und eben auch über die schmalbandigen Netze, die Telefonnetze, also über die eben auch Fernsehen übertragen werden kann. Aber Konvergenz ist nur die eine Seite der Medaille. Umgekehrt gibt es auch ein Auseinanderfallen, eine Entbündelung bisher zusammenhängender Funktionen. Denn, sagen wir, wenn Sie das klassische Kabelnetz haben, dann kontrollierte da der Kabelnetzbetreiber, was darüber gesehen wird. Also dann reguliert durchaus durch Medienanstalten, also wenn er einen benachteiligt oder nicht. Aber es kommt nur derjenige ins Kabelnetz, der mit dem Veranstalter eine Vereinbarung schließt. Jetzt im Internet ist es aber so, wenn Sie jetzt bei Kabel Deutschland Internetanschluss haben, dann können Sie sich den Inhalteanbieter aussuchen, also der übers Internet kommt. Also und derjenige, der da ein Angebot macht, braucht keine Vereinbarung mit Kabel Deutschland. Also das ist ja dann durchaus ein Konkurrenzverhältnis und, glaube ich, in der Perspektive auch durchaus eine Gefährdungslage für das Internet, dass Sie zum Beispiel Filme auf Abruf sowohl sehen können über den Kabelnetzbetreiber, über dessen Netz, als auch über verschiedene Internetplattformen. Und dann ist es natürlich so, dass der Kabelnetzbetreiber eher geneigt ist, seine eigenen Angebote zu bevorzugen. Da entsteht ein gewisses Benachteiligungspotenzial, dass dann die Übertragung des Internet eben, sagen wir, vielleicht nicht so gut gefördert wird. Ich komme nachher zum Thema Netzneutralität, bei dem das eine ziemlich große Rolle spielt. Entbündelung, Vernetzung und Geräten ist die andere Seite, wo, sagen wir, in der Frühzeit der digitalen Entwicklung der Plattformanbieter gleichzeitig auch das Gerät gestellt hat. Heute haben wir ja eine große Bildschirm, können Sie ja jede Menge Zusatzgeräte anschließen. Apple hat Geräte, Google hat Geräte und also sie sind nicht mehr gebunden. Aber es gibt, da gibt die Gerätehersteller, die ja das, was jetzt als Smart TV oder Connected TV bezeichnet wird, also Fernsehgeräte in den Markt gebracht haben, die gleichzeitig das Internet empfangen können und die auch Betriebssysteme haben und die, bei denen man auch eine bestimmte Auswahlsituation hat. Also es ist nicht mehr nur der Kabelnetzbetreiber oder Satellitenbetreiber, der dieses zusammenstellt. Also trotzdem bleiben, also sagen wir, wenn ich jetzt die Perspektiven der Regulierung komme, es gibt zwei zentrale Funktionen, die ja nach wie vor im Mittelpunkt stehen, also die für Medien generell gelten. Also digitale Medien brauchen sie ja überall einen Transport zwischen dem Inhalteanbieter und dem Nutzer und gegebenenfalls auch zurück, wenn es Interaktionen geben soll. Das eine ist Netze, ohne Netze kommt niemand, kommt kein Inhalt zum Nutzer. Das andere sind Geräte, deren Bedienungsoberfläche die Nutzung bestimmen können. Also ohne Gerät kann man Medien ja auch nicht nutzen. Dann zunächst mal zu den Netzen im Einzelnen. Also da bin ich schon eingegangen auf den grundlegenden Unterschied zwischen Rundfunknetzen und dem Internet. Also Rundfunknetze sind erstmal geschlossene Netze, deswegen auch mehr reguliert. Das Internet ist ein offenes Netz. Also im Internet haben Sie zunächst mal die Idealsituation des ungehinderten Zugangs zwischen dem Anbieter von Inhalten und dem Nutzer. Also es gibt auch geschlossene Welten im Internet. Also IPTV, was die Telekom insbesondere anbietet, ist ja ein Modell, das sich eher am Kabel orientiert, also eine Zusammenstellung von Angeboten, dafür eine bessere Qualität. Also das ist jetzt eine der aktuellen Diskussionen im Rahmen der Netzneutralität. In welchem Umfang erlaubt man so etwas? Sagen wir, in den letzten Vorschlägen der Europäischen Kommission ist ja auch da vorgesehen, dass es sogenannte Managed Services geben soll. Also das sind dann Dienste, die eine besonders garantierte Qualität haben
Und das bringt natürlich das Problem, dass dann andere, also das, was man als Best-Effort-Internet bezeichnet, als normale Internet, bei dem grundsätzlich eine Gleichbehandlung gilt, ja vielleicht gefährdet ist, weil der Kabelnetz, der Netzbetreiber natürlich an die mehr verdient, ja, mit denen er Vereinbarungen geschlossen hat. Der Managed Services beruhen so auf dem Prinzip, dass ich da nur reinkomme, wenn ich eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber schließe. Der Netzbetreiber ist derjenige, der den Zugang zum Endkunden kontrolliert. Das ist ja wirklich der Bottleneck, was auch in der digitalen Welt besteht. Es gibt nicht beliebige Wege zum Nutzer. Es gibt in den meisten Häusern eben zwei. Und das mobile Netz kommt dazu, nur für audiovisuelle Medien haben sie dann sehr schnell die Drosselung. Und Sie sehen jetzt, die Drosselung kommt plötzlich auch im Festnetz. Und davon sind audiovisuelle Medien natürlich besonders betroffen, weil sie hohe Datenraten haben und deswegen besondere Datenmengen verursachen. Umgekehrt sind sie natürlich für die Netzbetreiber besonders wenig attraktiv. Wenn Sie sehen, was ihr Datenvolumen sagen wir, bei SMS verdient wird, ist das natürlich sehr viel mehr, als wenn einem Fernseh übertragen oder Radio übertragen dann verdient wird. Also da haben wir potenzielles Gefährdungspotenzial für audiovisuelle Medien. Jedenfalls für die, mit denen nicht viel Geld verdient wird, dass die schlechter behandelt werden als andere. Also deswegen denke ich, ist es eine der Zukunftsdiskussionen, in welchem Umfang man das erlaubt. Sagen wir, es gibt natürlich von den Netzbetreibern, die wollen das als neues Geschäftsmodell und argumentieren damit, sie müssen ja den Netzausbau finanzieren. Umgekehrt sehe ich das Problem, dass wenn derjenige bevorzugt wird, der am meisten bezahlt, dass dieses natürlich diejenigen stützt, die besonders marktmächtig sind. Das kann übrigens durchaus auch Google sein und YouTube und Facebook, die ja auch eine Verhandlungsmacht haben. Und es stärkt natürlich auch die großen Kabelnetzbetreiber und Netzbetreiber. Eine Telekom hat natürlich eine andere Verhandlungsmacht als ein kleiner Netzbetreiber in einer Region. Der wird nie, sagen wir, von Inhalteanbietern Geld kriegen. Also deswegen eine durchaus problematische Situation. Ich denke, dass es nach wie vor, also neben der regulierten Rundfunkwelt, eine offene Internetwelt geben sollte. Denn das sehe ich eben auch im Kabel bei diesen, sagen wir, wie überprüft man Modelle, wo jetzt was bezahlt wird vom Netzbetreiber an den Veranstalter? Wie sichern Sie da die Chancengleichheit? Dass es in Wirklichkeit keine effiziente Regulierung geben kann. Denn was ist der angemessene Preis? Also sicher kann man nicht sagen, der offene Kanal muss genauso viel kriegen wie RTL. Also er trägt auch nicht ganz so dazu bei, dass Leute bereit sind, 5 € im Monat zu bezahlen. Umgekehrt ist es aber auch schwierig, wenn die Großen noch größer werden und kleinere dann gar nicht mehr auf den Markt kommen. Das ist bei normalen, sagen wir, im normalen Wirtschaftsleben schon schwierig, aber bei Medien ganz besonders, weil Medien leben eben, glaube ich, da gibt es auch nach wie vor einen Grund für eine besondere Medienregulierung, weil Medien eben, sagen wir, dann schon in besonderer Weise auch neuen Meinungen den Zugang ermöglichen müssen, die zunächst mal immer Minderheitenmeinungen sind. Also wo es auch praktisch, sagen wir, in der Zukunft und derzeit Auseinandersetzungen gibt, ist das Thema Nutzung von Frequenzen. Da gibt es ja auch ein bisschen eine Koalitionsvereinbarung, zwei Positionen, einerseits DVB-T fortentwickeln, andererseits Frequenzen für die Breitbandentwicklung als Mobilfunk in ländlichen Gebieten. Da haben wir auch grundsätzlich unterschiedliche Regime aus der Vergangenheit, die zunächst mal getrennt waren und nebeneinander standen. Da ist der Rundfunk. Rundfunk hat immer Frequenzen bekommen, also sagen wir, ohne dass dafür bezahlt wird, also für Betrieb schon, aber für die Frequenzen als solche und den Wert ist vom Rundfunk und wird heute auch noch nichts bezahlt. Weder von den Öffentlich-Rechtlichen noch von den privaten Veranstaltern, während die Mobilfunkunternehmen ja sehr viel Geld bezahlt haben, also am meisten so im Jahr 2000, also da war es ganz, ganz besonders viel. Das haben sie dann alles durch hohe Renditen inzwischen zurückverdient. Aber sagen wir, da ist ein rein kommerzielles Modell, also derjenige, der am meisten bezahlt, kriegt die Frequenzen. Und jetzt werden natürlich Frequenzen knapp, wenn es mehrere Nutzungen gibt. Und ich kann über Frequenzen auch. Ja, auch audiovisuelle Inhalte übertragen und ich kann neue Geschäftsmodelle entwickeln, wobei eines durcheinander geht. Also vieles, was mobiles Internet genannt wird, ist in Wirklichkeit nicht über Mobilfunkfrequenzen gemacht, sondern über Festnetz und WLANs, die angeschlossen sind. Also deswegen haben wir uns auch besonders um WLANs gekümmert im öffentlichen Raum, weil
weil natürlich die Festnetze mit WLAN-Ergänzung viel leistungsfähiger sind als die Mobilfunknetze und insbesondere für die Medienverbreitung große Vorteile haben. Ich glaube, es ist 80 bis 90% des Verkehrs auf Tablets und Smartphones läuft in Wirklichkeit über das Festnetz und WLANs und nicht über Mobilfunknetze, weil sie da sehr viel schneller in die Drosselung kommen. Und das natürlich auch insbesondere bei audiovisuellen Inhalten. Also hier wird die Frage der Zukunft sein, wie geht es weiter? Ich meine, mit Rundfunkfrequenzen ist eine der aktuellen Fragen. Wir haben ja hier auch, sagen wir vor einigen, schon 10 Jahre her, also dass wir hier das analoge Fernsehen abgeschaltet haben. Seitdem gibt es DVB-T, aber die Zeit bleibt nicht stehen. Immer damals gab es noch nicht die Möglichkeit, Fernsehen über Internet zu empfangen. Wir hatten aber damals schon das Problem, dass die privaten Veranstalter DVB-T nicht sehr schätzen, weil man damit kein Geld verdienen kann und relativ viel zahlt, also je Verbraucher. Und damals war es leichter, weil da eine Bedrohung war durch einen Herrn Malone, der die deutschen Kabelnetze übernehmen wollte aus den USA her. Und dann hat man sich eher um einen alternativen Übertragungsweg gekümmert. Inzwischen ist die Bedrohung nicht mehr so stark. Also deswegen haben wir eine aktuelle Diskussion, geht DVB-T weiter. Also wir haben jetzt gerade eine aktuelle Entwicklung, dass RTL zunächst mal angekündigt hatte, wir steigen aus Ende 2014. Das wird jetzt wieder in Frage gestellt. Also wahrscheinlich geht es noch eine Weile weiter. Aber da die Technologien immer weitergehen, stehen wir auch vor der Frage, dass eben sobald im Rundfunk ein neuer Standard eingeführt wird, heißt es eben praktisch, sie brauchen ein neues Gerät. Und das ist dann wieder die Grundfrage, ist der Verbraucher bereit dafür zu bezahlen und ist es attraktiv? Und da haben wir einen gewissen Interessenkonflikt zwischen den Rundfunkveranstaltern, die verdienen über Kabel-Satellit Geld, die Großen, und die brauchen die großen Privatnehmen dazu, um hinreichend attraktiv zu sein. Und im Verbraucherinteresse, das natürlich heißt, ich zahle nichts. Also Satellit und DVB-T beruhen in Deutschland drauf, im Prinzip ich zahle das Gerät, aber für den Empfang privater Programme zahle ich nichts. Das soll sich natürlich ändern nach Wunsch der Privaten, dass sozusagen jetzt so PTV Lite, würde ich es mal nennen, dass ein bisschen was bezahlt wird für HD-Programme. Aber ob das wirklich klappt, muss man absehen. Also so eine der aktuellen Fragen, wie es weitergeht. Radio ist auch eine interessante Frage, Digitalisierung. Da gibt es ja auch, sagen wir, eine lange Versuche, Radio digital zu machen. Zunächst mal, indem man einfach das, was man bisher auf UKW macht, digital macht, hätte auch den Vorteil, man ist eigentlich billiger, aber das wird für den Veranstalter ja nur dann relevant, wenn er UKW abschalten kann. Und das ist eben noch sehr weit weg. Also es gibt DAB jetzt den neuen Kodierungsstandard. Sie können ja in Berlin eine ganze Reihe von Programmen empfangen. Aber es gibt auch ziemlich viele Geräte inzwischen und die sind auch viel billiger geworden. Aber die Attraktivität des Programmangebots lässt eben etwas zu wünschen übrig und deswegen geht es nur sehr langsam vorwärts, während auf der anderen Seite das Internet sich relativ schnell entwickelt. WLAN-Radios gibt es auch ziemlich viel und Sie können ja praktisch mit jedem Smartphone auch über das Internet Radio empfangen, was allerdings über das Mobilfunknetz dann doch etwas teurer wird. Da kommt dann auch so ein Netzneutralitätsthema. Sagen wir, Spotify gibt es ja bei der Telekom etwas, sagen wir, Ausnahme von der Volumenbegrenzung. Wenn Sie aber einen Radiosender hören, dann laufen Sie in die Volumenbegrenzung rein. Das ist eine der interessanten Fragen, also auch für die Regulierung. Ist Radio was Besonderes, was besonders geschützt werden muss gegen eine Musikplattform? Da kommen dann die ganzen Fragen des Rundfunkbegriffs hoch. Ist Rundfunk noch was Besonderes? Klassisch war es eben einfach, was auf dem Rundfunkweg kam, war Rundfunk. Heute ist es nicht mehr so einfach. Übers Internet kommt alles. Und sagen wir haben eine klassische Abgrenzung Rundfunk, Nicht-Rundfunk. Linear ist Rundfunk und das andere ist Telemedium und wird weniger reguliert. Nur in der Wirkung gleicht sich das einander an. Warum ist Spiegel Online, sagen wir Telemedium und ein kleiner Spartenkanal, der eine kleine Zielgruppe bedient, ist Rundfunk und braucht eine Lizenz. Also das sind viele Sachen, die aus meiner Sicht überholungsbedürftig sind und es ist ja auch wieder angekündigt, jetzt neue Medienordnung. Aus meiner Sicht brauche ich keine Lizenzpflichtigkeit des Rundfunks dort, wo es nicht mehr um knappe Frequenzen geht. Denn dann kann ich praktisch die Situation machen, die Presse auch hat. Also Lizenzfreiheit als Grundsatz und dabei eine Konzentrationskontrolle. Also was soweit also zu dem ersten Großthema Verbreitung. Dann noch zum Abschluss einige Worte zum zweiten Thema, das Auffindbarkeit.
Geräte, das ist das, was in der digitalen Welt eine immer größere Rolle spielt. Analog war es relativ leicht, also wenn ich wenig Programme habe, dann zappe ich mich einfach durch. Also dann finde ich auch einfach Programme, was dann auch einigen zugutekommt. Also auch unser offener Kanal wird ja leichter gefunden, wenn man durchzappt. Wenn es digital da ist, haben sie schon hunderte von Kanälen und wer sucht den dann und wer speichert den als Favorit, damit den leicht findet. Also es ist erst schon im digitalen Fernsehen schwieriger, gefunden zu werden und erst recht dann im Internet. Im Internet gibt es unendliche Vielfalt an Inhalten und wer wird wie gefunden? Da wird die Benutzeroberfläche der Geräte zur zentralen Funktion, die auch ziemlich unterschiedlich ist. Also nach wie vor haben wir, sagen wir, vorne bei den großen Bildschirmen ist eben die Funktion der Fernbedienung relativ eingeschränkt. Es ist nicht so leicht, da zu navigieren, wie das auf dem Tablet oder dem Smartphone ist. Also deswegen ist die Frage, muss man eine besondere Regelung haben für die Connected TVs oder Smart TVs, die es jetzt gibt. Also was da, in welcher Reihenfolge der Apps dargestellt sind, kann ich die verändern? Gibt es Voreinstellungen? Gibt es besondere Regelungen zugunsten bestimmter Formate? Also eine interessante Diskussion. Die Frage, soll ich etwas priorisieren? Also auch eine aktuelle Diskussion. Gibt es einen legitimen Gesichtspunkt, dass einige Sachen besser gefunden werden als andere? Das passiert im Rundfunkbereich ja durchaus, also weil wenn wir Listen vorlegen und ich immer auf Platz 1, wird er leichter gefunden als auf Platz 263. Aber im Internet ist es eigentlich nicht so, da sind die Inhalte gleichberechtigt. Und welches System gilt jetzt in der Zukunft? Und die Frage ist, darf ich überhaupt dann auch feste Einstellungen vorschreiben? Also was wir zum Beispiel ja nicht machen, dass es unmöglich sein sollte, die ARD von Platz 1 wegzuprogrammieren, weil jemand kein öffentliches Recht der Fernsehen sehen will. Aus meiner Sicht ist die Nutzersouveränität das wichtigere Prinzip als die Vorgabe bestimmter Nutzung. Also diese ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist, gibt es Blacklists, also Sachen, die sie nicht finden. So etwas gibt es ja durchaus, also sagen wir, es gibt eine freiwillige Vereinbarung, dass indizierte Inhalte von Suchmaschinen nicht dargestellt werden. Das macht auch Google, die finden sie nicht. Also wer ganz findig ist, findet sie wahrscheinlich trotzdem. Aber jedenfalls bei der normalen Suche findet man sie nicht. Und die Frage ist, erweitert man das auf andere? Das ist das schöne Thema Urheberrecht. Sagen wir, sollten die Sachen schwerer gefunden werden, die dann bestimmte Urheberrechtsvorgaben verletzen. Oder die Frage Jugendschutz ist natürlich auch, das wird auf freiwilliger Ebene gemacht. Gibt aber auch schon eine Diskussion, das ist ja in Großbritannien eine aktuelle Diskussion, dass man Voreinstellungen hat, nachdem bestimmte Inhalte eben auch nicht so leicht gefunden werden. Also da ist das Prinzip des regulierten Rundfunks, der solche Mechanismen kennt, und das Prinzip des Internets, das dieses eigentlich prinzipiell nicht kennt, stoßen hier aufeinander und es ist nicht ganz einfach, auf welche Regelungen wir dann kommen. Macht der Suchmaschinen ist natürlich ein Thema ganz der Zukunft. Also sagen wir, es wird ja viel mehr diskutiert bei der Textsuche. Also da haben wir diesen großen Marktanteil von Google, ein Missbrauchsverfahren in Brüssel. Sagen wir, was passiert, wenn jemand eigene Inhalte und eigene Dienste hat und die bevorzugt und muss in den Algorithmus kontrollieren können. Also viele Fragen, die dann auch noch auf die Videosuche kommen. Die Videosuche ist jetzt noch nicht so dominiert von einem Unternehmen wie Google, weil Videosuche eben einfach auch komplexer ist als Textsuche. Also das ist schon technologisch sehr viel schwieriger. Dann haben auch die Veranstalter die Rechte an den Programmdaten, mit denen man leicht suchen kann, und die rucken sie nicht so ohne weiteres raus. Also sie können jetzt über Google TV und Apple TV ja noch keine Fernsehsender empfangen, nicht linear. Aber Filme und Video on Demand natürlich sehr wohl. Nur also da stellen sich die Zukunftsfragen, kann ich bestimmte Positionen regulieren oder wie wirke ich einer Macht entgegen? Ich meine, normalerweise im Wirtschaftsleben sind schon Marktanteil von 90%, wie Google eben bei der Textsuche hat, ruft natürlich Kartellbehörden eigentlich hervor. Wobei Google das ja nicht dadurch erreicht hat, durch Fusion, sondern durch eben auch Leistungsfähigkeit wird dann eben behauptet, wir sind besser. Und eine der interessanten Fragen ist natürlich, wenn ich sehr viele Daten habe, dadurch, dass Nutzer ihre Daten hergeben, ist dann hierin nicht die eigentliche Macht, sodass ich die praktisch gar nicht mehr durch Gegenmacht oder neue Wettbewerber reduzieren kann. Es gibt ja andere Suchmaschinen, aber haben die wirklich eine Chance am Markt, wenn jemand so viele Daten sammelt? Das Gleiche gilt ähnlich mal für Facebook.
Also da finde ich schon so Diskussionen, die es in der Literatur schon gibt. Also müssen solche Daten, die die Nutzer ja freiwillig hergeben, aber müssen die nicht sozusagen als öffentliches Asset behandelt werden, sodass andere sie auch nutzen können, dass sie aus einer Konkurrenz machen kann. Ob das wirklich realistisch ist, weiß ich nicht. Ich habe ja auch mal zur Diskussion gestellt, aber mehr provokativ, brauche ich eine öffentlich-rechtliche, öffentlich finanzierte Suchmaschine, weil wir haben ja sonst dort, wo es der Markt versagt, sagen wir, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der Begründung, dass eben der private Rundfunk das nicht schafft. Also diese Begründung würde ja auch eine öffentlich finanzierte Suchmaschine rechtfertigen, aber es ist eben sehr viel schwerer. Also weil ich natürlich im Videobereich das leichter machen kann. Letztlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch gerechtfertigt dadurch, dass er regionale Inhalte herstellt, die der Markt nicht hergibt. Also und natürlich auch die Fernsehproduktionswirtschaft stützt. Also jenseits dessen, dass es Inhalte sind, die am Markt nicht finanziert werden können. Also hier viele offene Fragen für die Zukunft und deswegen will ich hier an diesem Punkt mal die allgemeinen Ausführungen schließen und dann mal warten, welche Fragen Sie noch haben.